Jo Leute, willkommen bei MaskerC. Heute gibt's mal eine Review zum Trexa Slash 2WD VXL Version. 2S bis 3S fähig. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich fahre das Ding jetzt seit, ja, ein Dreivierteljahr. Bis jetzt noch keine Defekte. Ja, nö, bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Also, bis gleich, ich hole euch mal heran hier. So, ich habe die Karosserie mal abgenommen und da schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ja, die Empfängerbox, wasserdicht. Ja, das ganze Auto ist auf jeden Fall komplett wassergeschützt, beziehungsweise spritzwassergeschützt auf alle Fälle. Ja, das Servo. Stoßdämpfer. Sollte man vielleicht hier dann mal Aluminiumkappen umtauschen, habe ich bei einigen Leuten gesehen. Aber ich habe da glaube ich schon was da, zeige ich euch dann nochmal. So, was haben wir hier noch? Ja, der Regler. Der VXL-Regler, 3S-fähig. Habe ich mir noch einen extra Lüfter dazu geholt. Hatte jetzt zwar noch keine Probleme, dass er irgendwie heiß geworden ist, aber ja, im Sommer dann kann es nicht schaden. So, der Motor, 3500 kV, auch vom Millennium-System, Trexas. Ja. Leistet auf jeden Fall genug Power. Slipper-Kupplung hier, andere Seite, Verschlusskappe, dicht. Ja, so sieht der Wagen von unten aus. Ja, wie gesagt, ich bin viel auf Kunstrasen gefahren, deswegen sieht er noch relativ sauber und ordentlich aus. So, die Funke, die TQI. Braucht man allerdings hinten noch den Bluetooth-Adapter, den habe ich mir noch dazu geholt, um die Telemetriedaten auszulesen bzw. einzustellen. Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Lenkverhalten. Wo habe ich das Teil? Hier. Das braucht er dann auf alle Fälle noch dazu, ne? So, ja, kommen wir mal hier zu einem Auto weiterhin. Kunststoffantriebswellen. Haben viele geschrieben, Mist. Bis jetzt keine Probleme, das läuft, das funktioniert doch. Die sind doch relativ dick. Wenn ich hier mal meinen Finger daneben halte, kann man das sehen. Ja, so sieht man es besser. Ja. Habe ich mir allerdings auch schon ja, Metallantriebswellen gekauft. Habe ich in meinem Werkzeugkoffer drinne. Falls diese ausgeleiert sind oder verschlissen sind, ne, dann einfach die anderen rein. Super. So Leute, kommen wir jetzt mal zum Akkufach. Das Akkufach. Splint öffnen. Habe ich mir noch so einen kleinen Schaumstoffwürfel gebastelt hier, damit die Akkus besser reinpassen und nicht hin und her rutschen. Ist sehr groß, also man kriegt da allerhand Akkus rein. Also ja, der 5000er ohne Probleme. Muss ich sogar, wie gesagt, hier noch der Schaumstoff reinmachen, hier, damit das nicht hin und her wackelt dann. Ansonsten passt das. Das übliche halt noch mit den Stecksystemen hier von Traxas, ne? Habe ich einen Adapter dran gemacht auf Dienst, damit meine üblichen 2S-Akkus reinpassen. Ja, muss man ja machen, weil ansonsten verliert man ja die Garantie, wenn man das umlötet. Also passt erstmal soweit. Ist zwar nicht optimal, aber es funktioniert. Kommen wir mal zu den Reifen. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Wirklich gut sind sie nie. Für den Kunstrasen geht's. Ah, rutscht. Ist eher was, ein bisschen so fürs leichte Gelände. Ansonsten würde ich ja schon was anderes empfehlen, ein paar Badlands oder sowas. Ich benutze für Kunstrasen benutze ich zum Beispiel die hier. Ja, funktioniert super. Ja, habe ich ordentlich Grip. Ansonsten, wie gesagt, die tun auch ihren Zweck. Ja, die tun es, die machen es, die bringen es. Braucht ihr erstmal gar nicht wechseln. Fahrt hier runter, dann holt euch ein paar neue. Wie gesagt, für Kunstrasen eher sowas. Ansonsten halt was Größeres mit einem fetteren Profil fürs Gelände. So, was gibt es sonst noch zu sagen zu dem Auto?
sehr stabil. Wie gesagt, zwar viel Plastik verbaut, aber ihr seht auch die Dämpferbrücken, das ist alles sehr flexibel, also es kann arbeiten. Sollte Stöße gut abfangen. Ja, finde ich jetzt besser, als wenn ich jetzt so eine fette Aluminiumbrücke hätte, die es mir bei dem ersten Crash gleich rumzieht. Ja, also seht, es ist sehr flexibel. Ja, kann man alles schön bewegen. Auch vorne, ja, der Bumper, der gibt alles nach. Also das gefällt mir sehr gut. So Leute, kommen wir nochmal auf die Dämpfer zurück. Ja, ich habe euch ja vorhin gesagt, dass viele Leute hier Aluminiumkappen verwenden. Ja, ist auch sicherlich gut so. Ich habe mir gleich neue Dämpfer geholt, komplett aus Aluminium. Das sollte auf alle Fälle dann reichen. Ich hatte, wie gesagt, aber auch noch keine Probleme mit denen. Ja. Die arbeiten auch gut. Und wie gesagt, bis jetzt ist mir noch keine Kappe runtergerutscht. Ist alles fest. Wie gesagt, bei einigen, wie gesagt, was man immer so liest, dass die da leicht abgehen, war bei mir noch nie das Problem. So Leute, viel mehr gibt es eigentlich fast gar nicht zu sagen zu einem Auto. Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, seit einem Dreivierteljahr fahre ich das Ding. Bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Ach, was ich noch sagen wollte, alles super aufgeräumt. Ihr seht's, na, man kommt überall leicht ran, wenn man mal was schrauben muss. Also das haben sie auch gut umgesetzt von Traxxas. Auf jeden Fall schrauberfreundlich. Ja, oder anfängerfreundlich kann man ja auch dazu sagen. Also das haben sie echt gut gemacht. Ja, zur Karosserie können wir ja noch mal kommen. Ich setze die mal auf hier. So. Ja, die sieht auch noch aus wie neu. Wie gesagt, ich fahre viel auf Kunstrasen. Und ja, das ist eh bekanntlich, Karosserie schonender als Asphalt zum Beispiel, wo es ihn einmal alles gleich zerkratzt hier. Obwohl, ich hatte Überschläge, alles auch schon gehabt, wie gesagt. Ach so, kann ich euch noch zeigen, habe ich abgeklebt. An den üblichen Stellen, wie man das halt so macht. Aber wie gesagt, ihr seht's, hier ist noch nichts gebrochen. Die hält einiges aus, würde ich meinen. Jo, das war's auch schon fast. Ach so, das Bietritzel wollte ich euch noch zeigen. Das liegt bei, ja, und dann kann man mit 3S-Akkus dann knapp 100 Stundenkilometer fahren. Laut Hersteller. Wir werden es überprüfen, sobald das Wetter schön ist. Da gehen wir raus. Ich habe einen GPS-Logger am Start und dann werden wir das überprüfen. Jo, dann machen wir die Karo wieder drauf. Ja. Und dann war es das eigentlich schon. Ach so, eins wollte ich euch vorhin auch noch zeigen. Wo haben wir's? Sind sie? Jawohl. Unterlegscheiben. Ne? Unterlegscheiben für die Karosserie ist echt schon da. Macht das drunter, das bringt einiges. Ja, die liegen auch bei. Macht das. Hinten muss man sie ein bisschen anpassen, damit die besser reinpassen. Seht ihr das? So, die habe ich hier immer vorne abgeschnitten und da passen die besser rein. Macht das auf alle Fälle. Erhöht die Lebensdauer eurer Karosserie. So Leute, das war sie. Meine Review zum Traxxas Slash 2WD VXL. Ein super Auto, bin damit sehr zufrieden. Wie gesagt, dreiviertel Jahr fahre ich das Ding, es ist noch nichts kaputt gegangen. 379 Euro bei den meisten Händlern ist eine Menge Geld, lohnt sich aber. Wie gesagt, Ersatzteile bekommt ihr auch überall fast. Jede Menge Tuning-Optionen für das Auto, es gibt fast alles. Ja, wie gesagt, da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, empfehle ich euch. Okay, wir sehen uns beim Speedrun, würde ich sagen, wenn das Wetter wieder schön ist. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.